Herzlich willkommen zur zweiten Folge Tacheles. Wir befinden uns heute im Super Concept Store im Bikini in Berlin-Charlottenburg. Wir sind ganz nah am Zoo. Das super Laden, wo es Essen gibt, wo Leute sich treffen, um sich zu unterhalten. Und man kann hier auch einkaufen. Deshalb sind wir aber nicht hier. Nein, wir wollen uns heute über ein neues Thema unterhalten. Es geht um Musikstreaming, so ein bisschen die Herausforderungen an die Künstler, auch die Möglichkeiten, die für Künstler vielleicht dadurch gegeben sind, ein bisschen Kritik vielleicht auch an dem ganzen Ding. Dazu haben wir natürlich auch heute wieder zwei Gäste dabei, die so ein bisschen aus ihrer Perspektive über die ganze Sache erzählen. Zum einen haben wir den Martin Kesici hier bei uns, den habt ihr wahrscheinlich auch schon irgendwann mal gesehen. Und dann auf der anderen Seite den Thaddäus Herrmann. Der wird auch ein bisschen was erzählen. Als erstes fände ich es aber ganz gut, wenn ihr vielleicht erstmal ein bisschen erklärt, wer ihr eigentlich seid, wenn Leute euch noch nicht so gut kennen, damit man so ein bisschen besser einschätzen könnte, warum wir hier zusammen über das reden, was wir machen. Fang mal an. Ich wollte sagen, Alter vor Schönheit. Nein. Also Martin Kesici hat mal 2003 eine Castingshow gewonnen, Star Search auf Sat 1. Dann ging es weiter, zwei Alben. 6 Singles, auch goldene und so. Also damals war es noch okay, ne? Da konnte man noch verkaufen, da gab es noch keinen. Wo wir gleich drüber reden werden, Internetstreaming. Hab ein Buch geschrieben, mach viel Moderation, war jetzt 5 Jahre beim Radio, Volontariat, mach Synchronsprechen. Kommt jetzt bald noch ein Film, nebenbei hobbymäßig und halt sonst im Fernsehen nur noch so die Rab-Sachen. Aber ist ja jetzt auch bald vorbei. Ja, aber schon ganz viel Action. War schon eine Menge in den letzten 12 Jahren. Ne? Und bei dir, Thaddäus, ist auch viel los. Bei mir ist auch viel los. Ja. Ich bin Journalist. Schwerpunkt Technik und Musik, habe lange beim Radio schon früher gearbeitet, so als Reporter und mache jetzt Technikbloggen, Musikjournalismus, mache seit 15 Jahren auch selber ein Label und bin DJ beim RBB hier bei Radio Fritz in Berlin. So, vielleicht mal ganz allgemein erstmal, was haltet ihr denn von Streaming, also von Musikstreaming an sich? Jetzt darfst du als erstes. Hast du ein Konto irgendwo? Ja. Ich habe selber ein Konto, muss ich sagen, klar. Ja. Bei Spotify, kann man ja sagen. Okay. Ich bei Apple Music. Vorher bei Audio. Ja. Okay, rechtzeitig abgesprungen, okay. Bevor sie pleite gegangen sind. Also ich, grundsätzlich gut für mich als Künstler, der davon leben will oder auch mit von leben will, ist ja nicht die einzige Quelle, nicht so toll, weil man halt, ich sag's erstmal jetzt oberflächlich, aber auch noch nicht so in die Tiefe gehen, nicht so viel Geld dafür bekommt als Künstler, wenn jetzt mal jeder seinen Musiktitel streamt. Es ging ja los nach den CDs mit dem MP3-Store noch bei iTunes für 99 Cent. Auch noch eine ganz gute Sache, oder mit Alben kaufen und so weiter. Man kauft sich ein Abo, wie jetzt mal das Thema Spotify, weil ich da selber bin und durch die eigenen Erfahrungen sowas sammeln konnte. Zahlt den 10er im Monat für den Premium-Account, kann über Handy gehen und so. Hey, das ist eigentlich eine geile Sache. Du kannst im Auto, schließt dein Handy an, hast die Playlist runtergeladen. Kannst dir dann deine 100.000 Titel raufklatschen. Aber die andere Seite als Künstler ist natürlich, verdient man ja nicht mehr so viel. Mhm. Also viele denken, Mensch, die Künstler kriegen ja richtig Geld dafür bestimmt. Da wirst du ja, wenn du 1 Million Klicks hast oder 2, 3, 4 Millionen, dann wirst du richtig, ist aber nicht so. In dem Sinne ist es noch jetzt im Moment für mich ein zweischneidiges Schwert und ist für die Bands und für die Künstler halt auch manchmal ein bisschen schade. Deswegen gibt es auch viele große Künstler, die du nicht auf Spotify findest, die sich dagegen immer noch vehement wehren. Ja. Ich komme da auch gleich nochmal drauf zu, klar. Mhm. Bei dir? Das ist halt wahnsinnig bequem. Ich habe mich total lange dagegen gesträubt und gedacht so, nee, brauche ich nicht. Ich komme von der Schallplatte und kaufe auch immer noch ganz viele Schallplatten so, weil das mein Lieblingsmedium ist. Aber ich merke, es ist einfach nicht mehr praktisch. So, und Streaming ist verdammte Scheiße, sowas von geil und praktisch. Insofern ertappe ich mich selber dabei, dass ich halt auch fast nur noch irgendwie Zeug streame und dann halt auf dem Telefon offline und so. Und damit sind wir, glaube ich, alle nicht allein. Das ist einfach so, so wird heute Musik gehört. Ja. Und das ist das Musikabspielmedium, was die nächsten Jahre bestimmen wird und was uns begleiten wird. Vielleicht noch neben der Schallplatte auf einem ganz kleinen Level oder so. Aber ich glaube, Downloads haben sich einfach irgendwann in einer messbaren Geschichte dann irgendwann erledigt, weil die Leute das nicht mehr wollen und brauchen. Ihr macht ja selbst Musik. Ist es für euch jetzt generell so ein Ding, wo ihr denkt, oh, damit tue ich meiner Musikerkarriere oder meinem Verdienst, tue ich was Gutes, wenn ich meine Sachen dort anbiete? Ja, also ich mache selber keine Musik mehr insofern. Also, aber ich kriege noch so von meinen alten Labels kriege ich noch so Abrechnungen, wo dann natürlich auch die Spotify-Tantiemen so, ne, ausgewiesen sind. Und das ist natürlich total erschütternd. Mhm. Mir persönlich macht es nichts aus. So. Aber wenn du siehst, wie viel dann ein Stream wirklich wert ist oder so, da kriegst du das Kotzen. Ein Stream ist so, also 0,00001, ja, keine Ahnung. Es ist unterschiedlich. Genau. Es gibt, und da ist gerade Spotify ja auch immer wieder in der Kritik.
dass die sehr unterschiedliche Deals haben, weil ja auch an Spotify selber die Major Labels beteiligt sind und bla bla bla. Also wer was bekommt, weiß man eigentlich faktisch nicht. Genau. Es ist aber, wenn man auf die Abrechnung schaut, einfach verschwindend gering. Und da denkst du dann natürlich schon irgendwie... Wozu habe ich mir die ganze Mühe gemacht, diese Stück Musik zu schreiben? Da hängt dann auch viel mehr. Das glaube ich ja gar nicht, dass es so ist. Das glaube ich nicht. Aber die Musiker fragen sich, warum habe ich denn vor 3 Jahren noch im halben Jahr 5000 Alben als Download verkauft? Ja, das auch. Ja, und klar. Dafür einen messbaren Batzen Geld bekommen. Mhm. Und heute werde ich 348.000 Mal gestreamt im halben Jahr und kann mir davon eine Currywurst kaufen. So das ist natürlich, das geht nicht und das kannst du auch nicht kommunizieren. Wir haben es anfangs ja schon gesagt, irgendwie über 20 Streaming-Anbieter in Deutschland und weltweit, die sich da irgendwie breit machen, dass die ja teilweise schon sehr unterschiedlichen Fokus setzen. Also wenn du dir jetzt irgendwie Spotify, dieser Empire Music, jetzt auch noch, oder? Empire, und das ist, geht ja alles in eine sehr ähnliche Richtung und auch Last.fm und so, aber dann hast du zum Beispiel so Anbieter wie Soundcloud oder Bandcamp, das viel, ja, da ich, ist ja aber auch viele GEMA-freie Sachen dann, also da ist ja wirklich da geht es vor allen Dingen sehr um den Künstler halt, ne? Genau. Also das ist halt, also da finde ich es ganz spannend, weil da gehst du nochmal ganz anders ran, da sagst du, klar, du kannst streamen, das ist alles irgendwie übers Internet und, aber das funktioniert nach einem ganz anderen Modell, du bezahlst jetzt nicht irgendwie einen monatlichen Preis und kannst dir alle Musik runterladen, sondern für dich als Hörer ist es eigentlich kostenlos. Ja, ja. Das ist, in Deutschland ist Soundcloud zum Beispiel nicht werbefinanziert, da gibt es keine Werbung. Ist auch kostenlos, und du, weiß, oder? Als, du bezahlst als Künstler, wenn du ein größeres Kontingent an Platz haben willst, bei denen, okay, um was zu spielen. Also Festplatte ist praktisch. Genau, dann du bezahlst ja quasi in online deine Cloud. Zeit, deine Cloud mehr oder weniger, genau. Und als Hörer bist du halt in der Lage, zum einen Sachen zu entdecken, die jetzt eben nicht groß sind, die sind nicht auf dem Major unbedingt, die hört man nicht hoch und runter. Die sind bei Soundcloud sowieso schon wieder gelöscht. Genau, das ist genau, ist bei leider Soundcloud so. Sind die gelöscht, das ist ganz richtig. Ist genau. Leider so. Da aber gibt's da, mehr, also da hat man ja quasi jetzt als aus Sicht des Künstlers quasi noch viel besser eine Chance, Dinge an Menschen ranzubringen, ohne jetzt irgendwie so einen krassen Mittelsmann, der einem irgendwie die ganze Zeit Geld aus der Tasche nimmt, weil da geht es eigentlich gar nicht, also geht es primär einfach gar nicht darum, Geld zu verdienen. Nein, das ist ja, Mann, ich mache doch auch Musik, gehen wir jetzt mal, also wirklich ganz runter und ganz nüchtern. Ich bin ja Musiker geworden, erstmal, um nicht Geld zu verdienen. Ich sage auch meinen Schülern immer, weil ich halt ab und zu so Vocal-Unterricht gebe und so Gesangsunterricht, sage ich, erstmal macht man Musik, weil man es machen will, vom Herzen raus. Geh niemals gleich mit dem Ding an, ich will damit Geld verdienen, die Zeiten sind vorbei. Das war in den, ich bin zum Beispiel, ich bin ja 42, wäre froh, wenn ich noch 10 Jahre früher geboren wäre und hätte die 70er in Los Angeles mitgemacht, ja, wo meine ganzen Hero-Bands, Motley Crue und Ozzy Osbourne, alle hochgekommen sind. Da war halt, da hast du die Band nur gesehen in irgendwelchen Printzeitschriften und hast dich gefreut wie ein Kind, wenn die mal auf Tour kamen oder so. Und da gab es auch kaum Konkurrenz, sondern das war halt live wirklich, also ohne Internet. Und ich sage den Leuten, hey, macht Musik, aber macht doch nicht Musik mit dem Gedanken, damit Geld zu verdienen. Das aber ist das ist halt auch krass, ne? Also ich meine, so eine aber die wollen es alle. Die wollen sagen, nee, ich will aber damit Geld verdienen. Meine, klar, das will ich auch. Ich wollte das auch immer, mein Gott. Den Traum hat man. Aber sicher dir den Traum, mach dir eine Grundbasis. Aber spekulier doch nicht da drauf und sei doch nicht so naiv. Vor allen Dingen sei wirklich naiv, dass du jetzt hier mega Millionär in Deutschland wirst. Die Zeit ist vorbei. Also der Geoff Barrow hat gesagt, 34 Millionen Streams, das war jetzt im April, die sind das, 34 Millionen Streams und dafür hat er ungefähr 2.300 Euro bekommen. Das stimmt das aber halt nicht, das ist wirklich sehr wenig. Also und das Problem hat ist... Hat einen scheiß Deal mit seinem... Genau. Und da, ja. Ich, ja. Und das, genau ist, das ist das Hauptproblem bei dieser ganzen Diskussion. Also man kann von Spotify und dieser und den ganzen Firmen halten, was man will. Das sind nicht die, die die Musiker abzocken. Wer die Musiker abzockt, sind die Labels und die Managements. Und wer das kein, geht ja auch noch ab, die 20%. Ne? Und wer kein Label mehr hat, sondern hat so, ich mache das selber und durchaus erfolgreich ist mit seiner Musik oder so, aber nicht einfach die Manpower hat, um sich um diese ganzen Portale selber zu kümmern und die Abrechnung zu machen. Vor allem auch nicht diese Reichweite hast. Ne? Also ich meine, dann hast du dann irgendwie deine 1000 Klicks oder also sagen wir mal, du bist ein bisschen erfolgreicher, dann hast du deine im Monat vielleicht 100.000 Streams. Dann bist du schon gut. Dann bist du schon richtig, gut, richtig gut. Aber wenn du das alleine machst, da springt natürlich nichts bei rum, bei so einer Menge. Nee, also, was machst du dann? Du engagierst einen Dienstleister, der das für dich macht und dann ist der Dienstleister wieder das Label sozusagen. Genau. Also, ja, live ist natürlich immer noch was anderes. Das kann man nicht, das ist ja, das bleibt immer unantastbar, meiner Meinung nach. Live ist so, klar, live ist live. Kommst du nicht, ne? Ne? Nein. Ja, aber sie haben recht, genau. Aber nee, live ist halt, ich meine, wir werden ja Musiker, die meisten jetzt, klar, selbst Elektronikmusiker machen ja live mittlerweile, auch wenn sie nur auflegen. Ich war mal auf so einem DJ-Konzert und gedacht, wo bin ich denn hier? 15.000 Leute, ich glaube, bei Westbam damals,
Das gibt's doch gar nicht. Klar tanzen die nur. Ob da jetzt aber eine Band steht oder ein DJ da oben, der sein Handwerk versteht, ist egal. Der ist da live. Und wenn das dann noch versteht, mit den Leuten umzugehen. Ich war vor ein paar Tagen bei Skindred, heißt die Band, im Postbahnhof hier in Berlin. Und die touren seit Jahren und die Leute bedanken sich wirklich jedes Mal live bei den Leuten, dass sie die CDs kaufen, dass sie jemanden unterstützen. Und das bringt natürlich schon mal wieder eine ganz persönliche, positive Energie, die sich ja noch rumspricht. Klar. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt, der aber auch damit zusammenhängt. Also CD, Tonträger generell, da hast du eine ausgezeichnete Klangqualität. Also ich meine, da bist du bei Lossless, da bist du bei dem, zumindest nahezu, also einem wirklich rein Musikstück, ohne dass es komprimiert wurde. Das sollte man einfach bei MP3s nicht vergessen, gerade bei Streaming sollte man es nicht vergessen, gerade wenn man die einzelnen Anbieter, die sind so bei 256 Kbit, da gibt es auch einzelne, die auch noch ein bisschen höher gehen. Die meisten sind aber so in diesem 320, in diesem Bereich so. Ja, aber also 320 ist schon eher die Ausnahme. Mhm. Wenn du dann irgendwie so Online-Radio hörst, da wird es natürlich noch brutaler. Da geht es halt dann irgendwie so unter die 100. Also bei 128 bin ich immer noch weg. So, das geht und, gar nicht. Und das ist natürlich so schon ein ganz wichtiger Punkt. Da hast du irgendwie Leute, die gehen ins Studio, die machen da irgendwie Musik, die geben super viel Geld dafür aus, das wird gemastert, das soll irgendwie fett klingen und dann am Ende hörst du irgendwie dein Streaming mit unter 100 Kbit auf einem Kopfhörer, der einfach nur Bass rausholt. Und fragst dich halt so, what the fuck happened? Was ist denn gerade mit der Musik passiert? Ist das so ein Punkt auch für euch aus dem Musikbereich, dass gerade die Klangqualität schon auch durch dieses, oder also auch das Klangempfinden, weil das ist ja natürlich, wenn Leute mit sowas sozialisiert werden, die hören die ganze Zeit nur sowas, dann ist das für die gute Musik, also so klingt Musik. Ich weiß nicht, ob Klang noch so wichtig ist wie früher für die Kids. Ja, ich glaube schon, also so eine gewisse, so eine Klangästhetik, also gerade was du gesagt hast, ja. So viel Bass und das geht ja, also ist jetzt vielleicht extrem nerdig, aber das geht natürlich schon los, so wenn die Musik produziert wird, beziehungsweise wenn sie gemastert wird, die wird auf extreme Lautheit gemastert. Das wird hochkomprimiert bis zum geht nicht mehr. Ja, das ist einfach, wenn du die Wellenform von einem aktuellen Popsong in einem Programm anschaust, dann ist das nur ein Wurf. Da gibt es keine Wellenform mehr, ich wollte gerade sagen. Keinerlei Dynamik mehr und so. Ja. Das hat die unterschiedlichsten Gründe. Das muss im Radio gut klingen, das muss auf den scheißbilligen Kopfhörern gut klingen und so. Das braucht Präsenz, das braucht Druck und so. Musikalisch ist es nicht. Es ist den Leuten oder nicht den Leuten, aber vielen Leuten, glaube ich, mittlerweile auch egal, weil sie es unter Umständen gar nicht anders kennengelernt haben. Das kann man finden, wie man will, das muss man aber erstmal so hinnehmen. Da kannst du so gegenarbeiten, aber das ist erstmal so der Status quo. Wir hören so Musik. Punkt. Was ich noch einwerfen wollte, woran ich vorhin noch kurz gedacht habe, das ist so, aber auch mein letztes, ist, dass ich es interessant finde, dass vor allem ganz große Leute sich sehr über Spotify beschweren. Also es gibt natürlich auch jetzt nicht so mega, mega... Es gab eine Klage von einer amerikanischen Künstlerin, war gegen Spotify. Taylor Swift. Warum hat die eigentlich geklagt? Verhältnismäßig zu wenig Geld geflossen ist. Ja, und sie hat wohl gewonnen. Ne? Und ich finde es da halt... Ich finde es sehr schwierig. Also da hast du jemanden, der extrem viel Geld verdient. 14, 15 Millionen Streams. Also die sind Multimillionäre, ja. Die haben so viel Geld. Und dass man da noch sagt, also da ist ein Dienst, also da geht es ja dann ein bisschen um was anderes. Es geht darum, da ist ein Dienst, der sehr viel Geld verdient. Wir haben es aber vorhin schon gesagt, es geht ja nicht nur um den Dienst, sondern es geht auch um das Label und die Verträge, die du da hast. Aber finde ich dann irgendwie sehr schwierig, dass so jemand, der eh so stinkereich ist, dann noch sagt so, nee, das finde ich irgendwie scheiße. Der kann sich aber auch wieder erlauben, um das Positive da draus zu ziehen, der kann sich doch auch mal wieder erlauben, dagegen vorzugehen. Wenn ich das mache, dann hört mich doch keine Sau. Verstehst du, wenn der das macht oder sie, passiert was und dann ist es auch in den Medien dementsprechend und andere Musiker werden darauf aufmerksam. Und davor haben natürlich die großen Institutionen wie Spotify und so weiter und die Labels denken, okay, Mist, scheiße, jetzt ist es, da müssen wir mal wieder was machen. Ich glaube aber, das ist so eine schlechte Publicity, die sich auch sehr schnell wieder versendet. Also außerdem. Ich glaube nicht, dass das, also ich meine, im Fall von Taylor Swift und Apple Music hat es ja was gebracht. Ne? Diese beknackte Idee hatten, die gar keine Tantieme zu zahlen während der dreimonatigen Testphase. Super. Sehr gut. Ja, fantastische Idee und so. Da hat aber es ja Apple braucht auch Geld, die haben ja die Marke. Ja, denen geht es halt auch. Also das ist einfach, denen geht's schlecht. Schlecht. Und so. Ja, ich meine, es geht einfach um so eine gewisse Fairness. So. Das ist ein gutes Abschlusswort. Fairness fehlt mir halt leider, ist ein bisschen abhanden gekommen in dem Business.
Man kann gar nicht mehr kontrollieren, ob die noch jemand spielt, so diese Fairness. Man weil man nichts mehr, also man versteht es nicht mehr. Nee. Wir hatten es vorhin, es ist so kompliziert. Ja. Du kannst dich selber damit beschäftigen, aber habe ich doch als Songwriter und Komponist, der die Songs auch noch selber schreibt, im Übungsraum zweimal die Woche sich ihn abrackert, habe ich dennoch Bock, Marketing, Promotion und die ganze Kacke mit den Verträgen zu machen? Nee, habe ich schon gemacht. Richtig. Das geht so auf den Kopf. Ja, vor allen Dingen sind sie auch so viele und jeder hat die eigenen. Irgendwas leidet dort. Jeder hat die eigenen Regeln und so. Das heißt, du müsstest dich eigentlich mit jedem tatsächlich auseinandersetzen, um zu verstehen, was da alles ist. Richtig. Also Fairness in dem ganzen Ding wäre wunderbar. Generell ist ja so ein Ding, ne? Wenn das funktionieren würde, finde ich auch ein wunderbares Abschlusswort. Wir haben hoffentlich alle Themen angesprochen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächste Folge Tacheles kommt auch bald. Vielen Dank an meine beiden sehr gerne, Gäste, super, vielen Dank, so viel mit mir hier drüber gesprochen haben und ein bisschen was getrunken haben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.